Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es endlich mal wieder um Lightroom. Ja, ich weiß, die letzten Videos ging nicht so viel um Lightroom, obwohl dieser Kanal hier eigentlich mal mit Lightroom-Videos angefangen hat. Aber heute ist es mal wieder soweit und ich habe auch noch ein paar weitere Themen zum Thema Lightroom. Von daher könnt ihr euch darauf freuen, jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr zum Thema Lightroom zu erfahren. Heute geht es um eine Sache, die, glaube ich, den Workflow so ein bisschen beschleunigt und Lightroom so ein bisschen mitdenken lässt. Und Lightroom ist ein ganzes Stück intelligenter geworden. Aber worum es genau geht, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ja, ich habe gesagt, Lightroom ist ein ganzes Stück intelligenter geworden und damit meine ich die Automatiken von Lightroom. Denn diese Automatiken können wir uns tatsächlich zunutze machen, um ein bisschen Zeit zu sparen, um einen gewissen Startpunkt zu haben in der Bildbearbeitung. Und das möchte ich jetzt mal genauer zeigen, worum es hier eigentlich geht. Ich habe jetzt hier mal ein Bild aufgemacht aus Berlin, Berliner Reichstag hier und daneben das Paul-Löbe-Haus, die Sonne geht hier gerade unter. Finde ich ein ganz schönes Bild eigentlich, ein ganz schönes Motiv. Hier fährt auch gerade noch so ein Touristenboot lang und ja, ist eigentlich so eine ganz schöne Komposition geworden. Und ich könnte jetzt natürlich anfangen, hier in der Grundeinstellungspalette und diese ganzen Regler, wie ich es sonst immer mache, einzeln zu bedienen. Aber es gibt die Möglichkeit, das Ganze auch von Lightroom automatisch machen zu lassen. Und zwar hier oben dieser kleine Knopf. Ich weiß nicht, vielleicht haben den einige bisher übersehen oder gar nicht so richtig wahrgenommen. Dann ist es genau das richtige Video für euch, denn den können wir jetzt einfach mal drücken und dann wird Lightroom hier automatisch diese ganzen Regler, wirst du jetzt gleich sehen, wirklich selber mal bedienen und aus dem Bild so ein bisschen was Schickes zaubern. Mache ich jetzt einfach mal. Ich klicke jetzt hier einmal auf automatisch und Lightroom hat hier das Bild schon mal bearbeitet. Du siehst, hier sind jetzt wirklich alle Regler mal so ein bisschen in Betrieb genommen worden. Also sowohl ein bisschen heller gemachtes Bild, den Kontrast haben wir komischerweise ein bisschen runtergeregelt. Bin ich ja nicht so ein Freund davon. Lichter sind runtergezogen, Tiefen sind nach oben gezogen, die Weißwerte sind nach oben gezogen, die Schwarzwerte sind nach unten gezogen worden. Ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Sättigung ist drin. Und es ist schon mal ein ganz guter Startpunkt. Ja, es ist jetzt noch lange nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall mal so, dass wir jetzt wieder ein, zwei Minuten gespart haben in unserer Bildbearbeitung. Und das ist doch schon eine ganz coole Sache. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, naja, ich möchte den Kontrast aber auf jeden Fall ein bisschen nach oben setzen. Ich möchte ihn eigentlich nicht so ins Minus ziehen. Ja, ich könnte jetzt auch zum Beispiel die Temperatur in dem Bild noch so ein bisschen ja, so mehr Richtung Sonnenuntergang ziehen, also ein bisschen wärmer machen insgesamt das Bild. Aber das ist jetzt auch persönliche Geschmackssache. Das kann man jetzt hier so ein bisschen machen, wie man möchte. Ich wollte dir jetzt einfach nur erstmal die Möglichkeit zeigen, dass man hier tatsächlich mit Lightroom schon mal so eine kleine Vorgabe quasi machen kann und man dann die Regler noch ein bisschen weiter bearbeiten kann. Das funktioniert bei allen Bildern sehr gut. Lightroom analysiert hier auch sehr gut die Helligkeiten des Bildes und so, dass das Histogramm dann am Ende auch tatsächlich wirklich schön ausgeglichen ist. Also ich stelle das jetzt hier nochmal so ein bisschen zurück. Ich glaube, der Kontrast stand bei minus 15 und dann sieht man hier auch schon, dass das Histogramm wirklich von vorne bis hinten oder in dem Fall von links bis rechts schön ausgeglichen ist. Ja? Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich jetzt mehrere Bilder jetzt hier synchronisiere. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Ich habe jetzt hier noch ein Bild aus der gleichen Reihe. Allerdings ist das Bild unterbelichtet. Jetzt würde ich einfach mal gerne selber wissen, ich weiß es nämlich noch gar nicht, was passiert, wenn ich diese beiden Bilder jetzt hier synchronisiere. Ja, also ich werde jetzt hier einfach nochmal, ich setze das Ganze nochmal zurück und werde jetzt hier nochmal wirklich nur einmal auf Automatik klicken. Und jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn ich diese beiden Bilder synchronisiere, also die beiden Einstellungen hier übernehme. Ob Lightroom dann wirklich auch für das Bild hier selber nochmal die automatischen Einstellungen analysiert oder ob jetzt einfach die automatischen Einstellungen hier übernommen werden von dem anderen Bild. Ja, und das ist nämlich genau der Fall, das habe ich so ein bisschen befürchtet. Das ist ein kleiner Nachteil, wie ich finde, weil das wäre natürlich noch cooler und ist noch zeitsparender, wenn man jetzt quasi für 500 Bilder gleich mal so einen Automatikmodus quasi anlegen kann. Das funktioniert in dem Fall nicht. Das heißt, ich müsste in jedes Bild einzeln reingehen und hier einmal auf automatisch klicken. Aber trotzdem, wenn man jetzt hier einzelne Bilder bearbeitet, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein ganz cooler Effekt. Was ich dir noch zeigen möchte, es geht nicht nur mit allen Reglern, ich setze das Ganze jetzt hier nochmal zurück, sondern es geht auch mit einzelnen Reglern. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal nur die Schwarz- oder nur die Weißwerte, nehmen wir mal nur die Weißwerte, wenn ich die jetzt mal hier setzen möchte, also wirklich nur den Regler automatisch setzen möchte, dann muss ich einfach nur die Shift-Taste drücken und dann doppelt hier auf das Wort Weiß klicken. Und dann siehst du schon, zack, auf minus 100 gesetzt. Okay, mache ich das Ganze noch mit den Tiefen, Shift-Taste drücken und dann doppelt auf Tiefen klicken. Und Lightroom wird jetzt hier automatisch das Bild wieder analysieren. Und du siehst, dass das Ganze jetzt hier auf plus 65 gesprungen ist.
Also, eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Lightroom kann auch so ein bisschen automatisch was übernehmen. Finde ich ganz cool. Muss man nicht machen, aber einfach, dass du die Möglichkeit mal gesehen hast. Und wenn du es noch nicht kanntest, dann hat dir das Video hoffentlich geholfen. Wenn dem so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, falls du noch Fragen dazu hast oder weitere Anregungen für weitere Videos, einfach unten in die Kommentare damit. Und natürlich den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Falls du Einsteiger in Lightroom bist, dann würde ich dir auf jeden Fall meinen Lightroom-Lernenkurs ans Herz legen. Da kriegst du einen Komplettüberblick über das gesamte Programm. Da wirst du alles erfahren, was du brauchst, um Lightroom zu verstehen und dann mit dem Programm richtig schön arbeiten zu können. Da einfach mal meinen Online-Store besuchen, www.stefanschäfer-store.de. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.